haben in der Champions League jetzt auf jeden Fall was gut zu machen. Und ich glaube, wir freuen uns alle auf das Spiel. Champions League-Spiele sind immer super. Und ja, ich bin sehr optimistisch, dass wir das sehr gut machen werden. Ja, ich freue mich sehr. Champions League ist immer was Besonderes. Gerade Gruppenphase ist nochmal was anderes. Ich freue mich auf die Hymne, die mal zu hören, live auf dem Feld. Und ja, bin voller Vorfreude. Also grundsätzlich ist es so, dass es ein Champions League-Spiel ist. Und ich davon ausgehe, dass es vielleicht sogar ein Ticken schwieriger wird wie am Sonntag. Dadurch, dass ja auch Publikum und so weiter natürlich hier für Genf wieder eine Rolle spielt und wir auch die letzten Spiele gesehen haben, wo sich auch Chelsea sehr lange schwer getan hat gegen Genf. Von daher erwarten wir durchaus eine Aufgabe, die da morgen auf uns zukommt. Und auch wenn die Aufgaben klar verteilt sind, wir wissen, dass wir hier gewinnen wollen und müssen, ja, sehe ich das durchaus als Herausforderung. Ja. Ja, ich glaube, das Hinspiel hätte sogar noch deutlich höher ausgehen können, wenn wir da noch effektiver unsere Chancen nutzen. Und ich glaube, da müssen wir dran anknüpfen und einfach unsere Sachen gut ausspielen und dann die Tore auch letztendlich vom Tor machen. Ja, ich denke, wir müssen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Und wir haben die letzten Wochen gezeigt, dass wir ja viele Fortschritte machen. Und ich glaube, daran müssen wir anknüpfen. Und ich denke, Genf wird alles reinhauen hier, um uns das Leben sehr, sehr schwer zu machen. Es kommen viele Zuschauer, also uns erwartet schon einiges. Aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen, so wie Tommy heute gesagt hat, dann sollte da eigentlich nichts schief gehen. Also wir wissen, welcher Gegner uns entgegenkommt. Wir wissen auch, was wir im Hinspiel sehr gut gemacht haben, welches Potenzial aber auch noch da ist, um gewisse Dinge eben zu verbessern. Grundsätzlich ist es aber so, dass morgen das Spiel wieder bei 0-0 startet und dementsprechend auch da Genf Dinge verbessern wird, sich reinschmeißen wird in jeden Ball hier vor eigenem Publikum. Und darauf müssen wir uns vorbereiten und dann dementsprechend in den richtigen Momenten auch zustechen. Ja, absolut. Also gerade mental finde ich, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt bei Torhütern, dass man 90 Minuten fokussiert sein muss. Und wenn dann mal ein, zwei Aktionen kommen gegen einen Gegner, der nicht so stark ist, muss man da sein. Und dafür steht man da hinten drin. Und das macht es manchmal umso schwerer, aber es ist trotzdem eine schöne Position. Ich freue mich drauf. Persönlich, du bist ja immer noch vorne in der Torschützenliste. Auch das noch im Hinterkopf, ganz hinten? Ach, ich schaue einfach, was kommt, und wenn ich der Mannschaft mit einem Tor helfen kann, dann freue ich mich natürlich. Wenn aber, keine Ahnung, alle anderen ein Tor schießen, ist es auch super, Hauptsache wir gewinnen. Also grundsätzlich wäre es so gewesen, dass wir gegen Genf sowieso gewinnen müssen, egal welche Konstellation es vorab gewesen wäre, weil es einfach natürlich dann in der Konstellation eine Pflichtaufgabe bleibt. Das heißt aber nicht, dass sie einfacher wird, sondern wir nehmen die Aufgabe an, wir wollen dieses Spiel gewinnen und danach haben wir das Spiel gegen Chelsea. Und also ist morgen Teil 1 von 2, so will ich es mal nennen. Ja, ich glaube, da muss uns niemand so wirklich pushen. Ich glaube, da freut sich jeder. Und ich glaube auch gerade jetzt, so wie die Konstellation es hergibt, gibt jeder Vollgas und ja, jeder wird alles reinlegen, um das Spiel zu gewinnen. Also ich finde, der Frauenfußball entwickelt sich sehr, sehr viel weiter. Und dass wir in so einem Stadion auch wieder spielen können, finde ich, ist eine tolle Sache. Und ich glaube, das sollte der Standard sein. Da sind wir leider noch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall eine Motivation extra in so einem Stadion und dann mit vielen Zuschauern. Also ich glaube, wir sind heiß. Ja, ich glaube schon, dass sie hier im eigenen Haus sich aber auch einen Ticken wohler fühlen, wie vielleicht dann bei uns zu Hause oder in anderen Stadien, sowieso wenn Reisebelastungen und so weiter dazukommen. Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist für Genf. Aber im selben Moment ist es natürlich so, dass wir vor allem auf uns selber schauen. Und da wissen wir, was wir zu tun haben, was wir selbst an Tugenden auf den Platz bringen wollen. Und wenn wir morgen unser Niveau finden, dann werden wir dieses Spiel gewinnen.